Moin zusammen und freut mich, dass ihr auf das Video geklickt habt. Es geht weiter mit Forspoken. Einen letzten Part mache ich noch. Ja, ein bisschen, ne? Jetzt geht's erstmal raus, hoffe ich, aus der Stadt. Verdammt. Mann, ey. Tja, das war ein kurzer Trip. Wie zum Teufel kommt man aus diesem Kaffee raus? Ich weiß einen Weg. Du? Läufst du mir etwa nach? Nö, aber ich könnte dir helfen. Echt? Ich kenne jeden Winkel hier. Mhm. Und was wird mich das kosten? Ein Apfel, vielleicht? Du läufst mir also doch nach. Klar. Hast Hunger, was? Was ist denn diesen Apfel, ey? Der ist so groß wie ihr Kopf. Wahrscheinlich wachsen die in dieser Dimension hier ein bisschen größer, ha? Huh? Willst du wissen, wie ich heiße? Ah, nö. Ich bin Olivia. Du bist Frey. Die ganze Stadt redet über dich. Bin wohl ziemlich berühmt hier. Heißt berühmt, dass die Wachen dich jagen? Findest du lustig, ha? Huh? Das hier ist mein Fundsachenlager. Alter, alles deine Beute? Nein, nicht alles. Du bist cool, Zwerg. Manchmal wissen die Leute gar nicht, was sie da wegwerfen. Ich mache oft neue Sachen aus der Beute. Hier, heil dich damit, wenn du dir wehtust. Okay, praktisch. Musst mir mal zeigen, wie das geht. Oh, sie ist ein liebes Kind, auf Na jeden klar. Fall. Ich bring's dir bei. Jetzt du. Oh, Salbenlein. Kann ich mir daraus vielleicht das craften? Das ist jetzt das Crafting-Tutorial. Oh, Tatsache. Olivia hat dir etwas Salbenlein gegeben. Benutze den Werkbank, um daraus einen Heiltrank herzustellen. Mit den Ressourcen, die du unterwegs findest, kannst du deine Umhänge und Halsketten aufwerten und diverse nützliche Dinge herstellen. Dazu benötigst du zwar eine Werkbank, aber wenn du eine gefunden hast, kannst du dich dort mit Heiltränken eindecken und deine Ausrüstung aufwerten. Ah, herstellen. So, Medizinbeutelkapazität erhöhen kann jetzt hergestellt werden. Ah, alles klar. Materialbeutelkapazität kann hergestellt werden. So, was brauchen wir denn? Metallklumpen. Dafür brauchen wir Salbenlein. Dafür brauchen wir eine Feder. Yeah. Stelle den ersten Gegenstand her. Noch 5 reichen mal. Ich werde eh wieder welche finden. Aufwerten kann ich noch nicht. Mit Hilfe der Fertigung kannst du deine Ausrüstung verbessern. Sieh dich auf der Müllhalde um und halte Ausschau nach Fertigungsmaterialien. Die Leute schmeißen echt alles Mögliche weg, ha? Huh? Ja, vor allem nutzlosen Müll. Ja, guck mal, was. Das sieht doch nützlich aus. Felsengras. Alter, hier steht einfach mal so riesiger Klotz Erz rum. Guck mal. Bohrenstein. Du hast Fertigungsmaterialien gefunden. Nutze sie, um deinen Umhang an der Werkbank zu verbessern. Das ist ja nett. Ja, ja, ja. TP Plus, Verteidigung, violette Magie. Was? Moment. So. Erstmal den Umhang. So. Trefferpunkte, Verteidigung. Dafür brauchen wir einen Porenstein. Bam. Der Lebensenergie. So, kritische Treffer können den Angriff stärken, erhöht Resistenz gegen Verteidigungsschwächung. Oder TP plus 5%. Wir nehmen natürlich erstmal kritische Treffer. Ja. Yeah. TP plus 5 und Verteidigung plus 5. Nett. Halskette kann ich nicht auswählen, weil ich wahrscheinlich noch keine habe. Du kannst alle möglichen Fertigungsmaterialien finden, indem du die Welt erkundest. Wenn du genug davon sammelst, kannst du damit neue Gegenstände herstellen und deine Ausrüstung verbessern. Interessant. Es ist ein bisschen einfach, das Crafting, aber... Ich hab was für dich. Den wertlosen Schrott von neulich? Nein, nicht mein Handy. Und wehe, du klaust das Ding nochmal. Ich stehl nicht von Freunden. Freunden? Cool. Ach, tja, als Freundin.
Hier, guck mal. Wow. Was ist das? Bist du eine Tante? Das ist eine Stiftlampe und... Nein, ich bin keine Tante. Was hat's mit denen überhaupt auf sich? Sie waren die stärksten und mächtigsten Frauen in Ethia. Eine Tante. Sie hatten Kräfte. Und mit denen beschützten sie früher unser Land. Und schon bald wird's wieder so. Sie werden uns retten. Hör zu. Nach meiner Erfahrung, achte besser auf dich selbst. Gerettet wird man nie, außer im Märchen. Oder? Oh. Keine Sorge. Nimm mir doch nicht die Hoffnung. Okay, tja, ich muss weiter. Was war nochmal der beste Weg aus der Stadt? Nun, steig erstmal über die Mauer da. Dann bist du deinem Ziel schon etwas näher. Cool. Oh, so ein süßes Kind. Danke. Dem kannst du doch nicht erzählen, dass es keinen Weihnachtsmann gibt. Ich beschütze so lange die Stadt. Klar. Du kannst das. Oh, wie süß. Was für einen edlen Mantel sie hat jetzt auf einmal. Der sah vorher nicht so aus, oder? Das ist nur durch das Upgraden. So. Guck mal, hat jeder was zu sagen? Tantas Segen sei mit dir. Ja, Tantchen. Was? Du bist hier entflohen, ne? Jetzt ist hier aber kein Schwein hier, oder? Oha. Los geht's. Wer weiß, ob wir nochmal hierher kommen so schnell. Aber ist auch egal. Ich will was erleben jetzt. Alter. Ja, bist du doch jung, hast gute Knie, ne? Die auf Audens Karten markierte Orte wurden für Weltkarte eingetragen. So. Xenos Gilde. Träger zur Fluchthöhle, Ruinen etc. Monument Mutant. Du traust also niemandem. Außer Gassenkindern. Warum? Weil ich selbst eins war, okay? Belassen wir es dabei. Etwas gefunden? Piu, piu. Was sind das denn für Dinger? Oh. Sind das Menschen? Das passiert wohl, wenn Menschen mit dem Bruch in Berührung kommen. Ich kann sie nicht töten. Du hast keine Wahl. Besser sie als du. Wenn was schon, ja. Ne? Das meinte Orden also damit, dass hier draußen noch niemand weit gekommen ist. Alles klar. Kampfwertungen. Deine Aktionen während des Kampfs werden evaluiert und am Ende bekommst du eine Wertung. Okay, je höher die Einstufung, desto mehr Gegenstände und so weiter. Warum übernimmst du nicht mal das Laufen? Dafür sind Schattenwerte nicht ausgelegt. Nicht schlecht! Habe ich mich gerade selbst verletzt durch meinen eigenen Schuss? Puh, mir geht's spitze! Das war okay. Ich. War gut. Du, wo dich hinführt? Nirgendwohin. Aber vielleicht finden wir drinnen etwas. Sollen wir nachsehen?
Das ist halt wie so ein Märchen hier. Die ganzen Sounds und alles. Hier gibt's wohl keine Monster. Warst du auf körperliche Ertüchtigung aus? Du kennst mich ja. Oha. Mana-Quellen. Es gibt auf dieser Welt besondere. Auf der Welt besondere Stätten, die Mana-Quellen genannt werden. Dort sprudelt die Macht, die nötig ist, um Magie zu meistern, aus dem Boden. Wenn du sie findest und dich ihnen näherst, erhältst du etwas, womit du deine Fertigkeiten weiterentwickeln kannst. Daher sind sie immer ein amtlicher Wert. Oh. Bei Mana. Ist doch gut. So, Magie. Wie viel habe ich denn? 21. Das hier ist Zehren mal wieder. Das könnte ich wühlen. Kann ich halt nicht. Makate. Da muss ich hin. Alter. Gut, dass es nicht weit weg ist da unten. Okay, machen wir ein andermal. Oh, da vorne ist auch eine Riesenmana-Quelle. Boah. Segensborne. Man erzählt sich, dass an diesen heiligen Orten schlafende magische Kräfte geweckt werden können. Eventuell erlernst du dabei sogar noch den einen oder anderen neuen Zauber. Okay, krass. Ich habe gedacht, das wäre jetzt alles schon gewesen, der Skilltree, aber offensichtlich. Aber ich will wissen, was das hier noch. Canceln. Jetzt denn das. Oh ne, ist auch so weit weg, guck mal. Sogar noch weiter weg als das andere. Geil. Okay, vergiss es. Es ist zumindest ein vertrauter Anblick. Hey, mit vertraut kann ich gut leben. Ich schätze, es ist alles Ansichtssache. Oha. Das war jetzt nicht so geplant, dass ich hier untergehe. Okay. Ah, da haben wir das jetzt. Sehr cool. Der Satz. Stoße ich mit den Beinen von einer Mauer ab, um höher zu kommen. Ziele auf ein, was? Ziele auf die Mauer und drücke im Sprung L und Kreis. Okay. Easy peasy, lemon squeezer. Damit komme ich jetzt die Mauer hoch, ja? Was zur Hölle war das? Erhalte das erste Mal magische Kräfte aus einem Segensborn. Ich weiß nicht. Ich fühle mich mächtiger, glaube ich. Na, mehr Macht ist immer. Yeah. Pilgerzufluchten sind über der ganzen Welt verstreut. An diesen geschützten Orten kannst du eine Rast einlegen, um Trefferpunkte wiederherzustellen und Gegenstände für dein weiteres Abenteuer zu fertigen. Bereits besuchte Pilgerzufluchten werden auf deiner Karte eingetragen, also lohnt es sich immer reinzuschauen, wenn du unterwegs eine neue findest. Lass mich raten, da kann ich dann auch immer wieder schnell hinreisen, ha? Ein kleiner Abstecher hier und da zahlt sich aus, weißt du? Oh, glaub mir. Das weiß ich selber. Was sind das für Dinger an der Wand hier? Schade, dass ich da nichts absprengen kann. Was machst du denn? Ja, Ortswechsel, ich wusste es. Es gibt einige Momente in der Spielhandlung oder bestimmte Ereignisse, während du diese Option nicht nutzen kannst. Hier würde ich ganz gerne eine Weile chillen. Wunderbar. Ich kann es kaum erwarten, eine Rast einzulegen und mit dir zu chillen. Warum musst du denn chillen? Violette Magie? Für diese Aufwertung ist eine weitere Fertigkeit erforderlich. Ah, komm mal, Porenstein. Kritische. Sehr gut. Ist das nur für den Umhang? Ach, schade eigentlich, ne? Giftschaden wird halbiert. Mit einem Dionit und wilder Moschus. Ne, ich lasse das erstmal, bevor ich irgendwas überschreibe. Ist ja auch blöd, ne? Oh, Medizinbeutelkapazität mit Metallklumpen. Ja. Geil. Immer mehr. Hier ganz viele Texte noch.
Innerhalb eines Jahres nach seinem ersten Auftreten hat der Bruch 99% der Bevölkerung Aethias direkt oder indirekt ausgelöscht. Alter. Die Menschen wurden entweder in verstandeslose Bestien verwandelt. Verstandeslose? Oder von selbigen getötet. Oder schlimmer noch, von den Tantas, vor denen sie einst hätten, sich einst hatten regieren lassen. Nur die wenigen, die es bis nach Kipal schafften, kamen mit dem Leben davon. Warum haben die Menschen umgebracht, die Tantas? Die Tantas arbeiteten lange und schwer, um Aethia in einen Ort, zu einem Ort zu machen, wo alle Reiche Frieden genießen und die Menschen ein glückliches Leben führen konnten. Doch ihre Arbeit war so mühselig und so wichtig, dass ihnen keine eigene Familien vergönnt waren, wie wir Menschen sie haben. Was nur beweist, wie groß ihre Liebe zu uns ist und wie ernst sie ihre Arbeit nehmen. Oh, Faye, weißt du Bescheid, ne? Aufopferungsvolles Leben. Rasten muss ich jetzt nicht, aber notwendig dafür, dass ich das nutzen kann später. Meine Trefferpunkte sind ja voll. So, ein bisschen gechillt. Frisur sitzt. Alles gut. Du siehst aus, als hättest du gut geschlafen. Ohne dein Genörgel im Ohr hätte ich noch viel besser geschlafen. Aber was macht sie denn, wenn sie Hunger hat? Keine Manieren. Hey, man wird doch noch gehen dürfen. Blockstein. Ah, was soll denn hier? Orte von Interesse und Belohnungen. Über Aethias sind Orte verstreut, wo du Belohnungen verdienen kannst, um Freys Fertigkeiten weiterzuentwickeln. Dazu musst du die jeweils angegebenen Bedingungen erfüllen, aber die Belohnungen sind die Mühe wert. Wenn du auf einen solchen Ort stößt, solltest du dich der Herausforderung stellen. Ist etwas. Ich fühle es. Ja, ich weiß, was du meinst. Das hat gesessen! Yeah. Oh fair, besiege mindestens 3 Gegner mit dem Einsatz von Schubmagie. Hasta la vista, Baby! Du bist mein! Vorsicht! Warte. Magie plus 1. Freys magische Kräfte wurden erhöht. Nicht viel, aber naja. Nicht viel, aber naja. Aber warte mal, ich stell mal das... Was mich richtig stört, leider. Das hier stört mich richtig hart, weil ich immer versuche, hinter die Gegner zu zielen, aber es geht nicht, weil das Spiel dann durch diese Zielhilfe immer drauf lenkt auf die Gegner. So, ich muss nur aufheben selber. Haha. Gar nicht mal schlecht. Ja, das könnte nützlich sein. Ist nicht mehr was das Gute ist, dieser Nadelstein. Wow. Was ist das? Alter, das ist ein Tier, oder? Okay, es ist ein Bär. Shit, shit, fuck, shit, shit! Nicht, oh. Das funzt nicht. Gleich kommt ein Knaller. Okay, los geht's. Komm. Bereit? Wow. Bereit? Zu lang. Ha! Oh yeah! Vorsicht! Aber mir klar, dass er immun ist. Was? Statusleiden. Manche Angriffe des Gegners verursachen Statusleiden wie Vergiftung und Ausdauerschwund. Das
Dich habe ich gebraucht. Davon würde ich auch gerne. Oh, da weiß ich was. Oh Gott, das ging alles resistent, die Sau. Komm schon. Wirklich war die so viel. Cool. Ja, in hier. Das so bringt halt leider nichts. Überhaupt keinen Schaden. Und das sagst du mir erst jetzt? Hey, komm, es bringt nichts, ich hau ab. Keine Chance. Ich mache nicht genug Schaden gegen das Vieh einfach. Oh, aber da gibt's wieder Mana. Ganz viel. 1, 2, 3. Was denn? Adelstein. Mist, den ich so erledigen können. Er hatte nicht mal Zeit zu blinzeln. Okay. Ich weiß nicht, was du mit dieser lächerlichen Übertreibung bezweckst. Das nehme ich mal mit. Es schreckt mich, wie viele Menschen hier einfach mal so verwandelt schon rumflacken. Oh oh. Ich wusste, dass es Schaden macht. Oha, hier ist ja echt alles ganz schön klein, ha? Huh? Kleinholz verarbeitet worden. Yeah.
Ich glaube, das waren alle. Sieht so aus. Gute Arbeit. Explosionsschuss, bester Schuss, ist einfach so. Kein sehr beeindruckender Fund. Hey, nimm Geschenk im Gaul. Ist immer runtermacht, wenn ich was finde. Oh. Den kann ich wohl nicht öffnen, wenn die zu sind, ist zu. Hey, was ist das da drüben? Äußerst seltsam. Das ist eine richtig große Säule hier, ha? Da drin ist irgendwas. Gibt's eine Halskette? Nee, schon. Lass uns doch hineingehen und nachsehen. Wenn da schon so ein Halskettensymbol ist, gibt's bestimmt eine Halskette hier. Ich finde die Musik so schön. Verschlossenes Labyrinth Osten. Okay. Verschlossene Labyrinthe, mysteriöse unterirdische Stätten, die mit denen die Tantas seit langer Zeit eng verbunden sind. Sie sind voller Feinde, aber du kannst darin auch Ausrüstung mit enormer oder von enormer Macht finden. Wenn du also auf solch einen Ort stößt, lohnt es sich, ihn zu erkunden. Natürlich mit Vorsicht. Tage, glaube ich. Yes! Nicht übel. Yes, eine Blume! Sie sich freut über Küstenpfeilchen. Hey, kommt schon her! Oder habt ihr Angst? Zeig denen, wie es gemacht wird. Nicht weg! Achtung! Gleich gibt's aufs Maul. Das lief gut. Kannst du laut sagen, jetzt ist Schluss mit dem Gehibbel. Hab dich. Yep. Okay. Hey. Eben habe ich mir noch gedacht, sowas wäre ganz praktisch. Setze das bitte mit Bedacht ein. Auch ein Heiltrank. Okay. Piu, piu. Hat er die Mana vergessen, guck mal. Krass. Mal alles hier rumsteht. Warte mal, kann ich jetzt nicht noch mehr? Hier der Sprengschuss. Auch noch einer fehlt, ein Mana. Sprengschussstufe 2. Cool. Den finde ich halt echt am besten. Aber den kannst du auch schneller abschießen. Also los. Diese Begeisterung. Oh, Rangstern. Gut, das kann ich sicher brauchen. Hatte ich eben Sternenrang bekommen für das Campen? Das ist ein bisschen wie Devil May Cry, aber ich find's sehr cool. Wenn man hier Ringe bekommt fürs Kämpfen. Oh, komm noch einmal, dann kann ich den Sprengschuss lernen.
Oh, Lager aufschlagen. Wenn du geeignetes Feuerholz findest, kannst du damit ein Lager aufschlagen, wo du dich ausruhen, deine Trefferpunkte auffüllen und Gegenstände für ein weiteres Abenteuer herstellen kannst. Halte einfach nach unten gedrückt, um ein Lagerfeuer anzuzünden. Beachte dabei, dass du beim Kapieren grundsätzlich von Feinden angegriffen werden kannst. Du solltest dir also einen sicheren Ort dafür aussuchen. Oh je. Wie die Tür aufkickt. Oh, das ist was groß. Oh! Kleiner Dinosuchus. Soll ich dir mal zeigen, was ich drauf hab? Was wir drauf haben, bitteschön. Ich glaube, es wird Zeit für extreme Ausweichmanöver. Sag bloß! Genau da, wo es weh tut! Das hat gesessen! Bringt dir was, dich unsichtbar zu machen? Oh, vielleicht schon. Das kannst du brauchen, falls ich hier die Kühle herumtreibe. Ich nehm's besser mit. Wird das so cool. Schnellreisend, also langflitzen. Oha. Oha. Netter Effekt auf jeden Fall. Was ist das Ding? Etwas Altes und offenbar kaputtes. Oh, jetzt aber erstmal hier. Sprengschuss 2. Oh, und der dritte. 74. Easy. Habe ich ja bald. Wie lang das Spiel ist, wenn ich jetzt so die ganzen Skills und so weiter sehe, so lang kann es gar nicht mal sein. Mal gucken. An all jene, die Aethia dienen wollen, die Menschen aus Rhydda waren einst unsere Verbündeten. Das änderte sich, als sie einem Dämon auf unser Land losließen. Er näherte sich vom Leid der Menschen und strebte unsere völlige Vernichtung an. Oh Mann. Ein alter Dämon. Interessant. Wie viele Jahre das wohl her ist? 2. Abgeschlossen. Verschlossenes Labyrinth Osten. Ein Gebet oder Gebet mit E-Doppelpunkt, also mit 2 Punkten drüber. Ein uraltes Schmuckstück, das tief in einem Verlies verborgen lag. Bewirkt einen automatischen Heileffekt, nachdem ein Gegner besiegt wurde. Ah, cool. Gebet. Na klar, was soll ich sonst machen? Hier unten leben. Für immer. So, aber Leute, ich würde sagen, warte mal, wir gehen mal ganz kurz zurück. Hier. KG-Zuflucht. KG-Ebenen-Zuflucht. Oh. Alter, das war überhaupt keine Ladezeit. Ja, wirklich, zackig. Okay, dann mal los. So. Halskette, was haben wir denn hier? Wenn der Gegner besiegt, haben wir die Heilung. Verteilung, violette Magie. Aha, kritische Treffer können Angriffe stärken. Todesstöße brauchen weniger Ausdauer. Giftschaden wird halbiert. Erhöht Resistenz gegen Verteidigungsschwächung. Ah, und wenn der Gegner besiegt wird, wird automatisch eine Heilung ausgelöst. Das haben wir ja schon. Aber Giftschaden wird halbiert. Und was haben wir noch? Violette Magie plus 2.
Ah, komm, hier können wir aber keine Trefferpunkte. Felsengras, violette Magie. Okay. Gut, alles klar, Leute. Ich würde sagen, das war's dann leider auch schon für den letzten Part hier von Forspoken. Wenn ihr richtig Bock habt auf eine große, offene Welt, in der es wahrscheinlich einiges zu finden und zu tun gibt, wie man hier an den Pünktchen sieht und an den ganzen Symbolen. Was ist das? Und dann mit der Stärke. Werterhöhung. Ja. Werterhöhung. Und hier die ganze Stadt. Und guck mal, es gibt wahrscheinlich dann einiges zu entdecken in den vier Reichen. Die jetzt noch alle verborgen sind, aber die werden wir wohl alle noch bereisen können später. Und eine sehr nette Heldin, wie ich finde, eine sehr interessante Story. Leben wollt, ja, dann zieht euch Forspoken mal rein. Ich finde es auf jeden Fall sehr cremig, macht Spaß. Naja, aber ich werde es leider nicht weiterspielen auf meinem Kanal, weil ich weiß genau, das wird nicht so die Massen locken. Dann doch eher wieder zu meinem Handwerk-Horror. Ich danke euch sehr, ich bin der Bruga und ich wünsche euch viel Spaß beim selber spielen, was ihr auch so zocken mögt. Bis dann, tschüss.